So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Dungeons 4, The Good, The Bad and The Evil. Wir versuchen jetzt, unseren Schatzraum hier zu erweitern. Wir haben aber einen Spinnenbau angegraben. Na, sowas aber auch. Das ist ja richtig toll. Na dann, zerkloppt mal die ganzen Spinnen, die mir hier tatsächlich gerade die Laune verhageln. Bis dahin werden wahrscheinlich wieder neue Leute kommen, die wir ebenfalls kaputt machen müssen. Warum auch nicht? Irgendwo mussten ja noch Spinnen auftreten. Geht ja nicht anders. So, macht bitte noch das Gebäude hier kaputt. Sehr schön. Damit gar keine Spinnen nachkommen können. Und ihr habt euch gedacht, ihr holt mal die anderen Spinnen mit dazu, oder wie? Leute, wir sind noch nicht fertig. Ihr könnt euch gleich das Gold holen. Geht mal bitte noch damit hin. Und die hier hinten müssen wir auch noch wegmachen, damit die gar nicht erst großartig in irgendwelchen Wellen auf unser Dungeon jetzt zumarschieren. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Den anderen Zug machen wir später kaputt. Da kommen wieder neue Leute, neue Opfer für unsere Fallen, die wir hier jetzt noch vervielfältigen werden. Denn ich liebe ja meine Kreissägen. Die werden wir dort noch mit hinstellen. Und wir werden ebenfalls noch etwas anderes mit implementieren. Ich weiß bloß noch nicht, was. Theoretisch würde es reichen, hier noch so ein Teil mit hinzustellen, sodass die dann die ganze Zeit dadurch warten müssen. Und dann können wir auch noch so eine Sägefalle mit hinstellen. Und dann ist gut. Das reicht vollkommen aus. So ist schön. Das macht ihr sehr gut, meine lieben Kreaturen. Der Macht und des Bösen. Dadurch leveln sie auch so schön. Theoretisch könnte ich gleich mal weitere Kreaturen mit dazu holen, dass die Erfahrungspunkte auch noch erlangen. Feinde haben den Dungeon betreten. Oh nein. Ist nicht weiter tragisch. Weil wir kriegen Stufenanstiege und haben sehr starke Leute dabei. Muhaha. Teilweise schon Stufe 6 für unsere Orks. Das ist hervorragend. Jetzt machen wir noch die jeweiligen Bauten kaputt und dann ist Ruhe. Noch sehen alle gesund aus. Oh, die sind aber nicht weit gekommen. Dadurch haben wir aber wieder Bösartigkeit erlangt. Das ist hervorragend. Und offensichtlich sind hier schon wieder neue Spinnen gespawnt. Das finde ich nicht ganz so schön. Oben können keine mehr spawnen. Da ist Ruhe. Das Teil ist auch weg. Und jetzt müssen wir bloß noch eine Spinne und ein Spinnennest zerstören. Dann haben wir hier endlich freie Bahn und können machen, was wir wollen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns auch darum kümmern, hier noch das ein oder andere zu implementieren und uns nach oben durchzugraben. Deswegen bin ich froh, dass wir ein bisschen Bösartigkeit erlangt haben, um die Schnodderlinge demnächst auf die nächste Stufe zu bringen. Habt ihr sehr gut gemacht, meine lieben Kreaturen. Kommt alle mit. Ich bringe euch zu eurem Gold. Zahltag. Bitteschön. Zahltag. Dann holt euch euer Gold. Ihr habt es euch verdient. Viel ist nicht da. Nicht jeder wird alles kriegen, was er braucht. Die anderen gehen sich woanders was holen und baden. Das habt ihr euch sowas von verdient. Ich bin ja so stolz auf euch. Dann können wir uns jetzt um alles andere kümmern. Das ist hervorragend. Theoretisch müsste ich die Gubbelfarm auch noch erweitern. Die Leute wollen ja essen. Wir haben weitere Werkzeuge. Das ist ebenfalls sehr gut. Und wir könnten jetzt hier auch noch Türen mit einbauen, um das Gold schneller abzutragen. Eine Tür, noch eine Tür. Da kommt jetzt auch noch eine Tür rein. Einfach nur, weil wir es können, könnten wir hier auch noch Türen mit hinbauen, damit die gar nicht erst bis nach vorne kommen. Egal von welcher Seite sie nachher spawnen werden, haben sie keine Chance, dann direkt aufs Dungeon-Herz zu marschieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das tun werden. Denn wir haben hier oben immerhin dieses Portal, das goldene Portal, was dazu führt, dass die Leute direkt bei uns spawnen dürfen. Das ist nicht so nice. Das ist überhaupt nicht schön. Ganz im Gegenteil. Wir werden jetzt an die Oberfläche marschieren. Den nächsten Spot erobern. Unsere Horde-Kreaturen haben nicht ganz so viel zu tun.
Die anderen wollen eigentlich essen und baden, aber das können sie später noch. So, mit einer etwas größeren Armee, weil wir wieder weitere Kreaturen mit dazugeholt haben, 3 Stück, können wir jetzt losmarschieren. Ich würde tatsächlich nochmal einen Ork und eine Naga mit dazuholen. Beide kommen mal eben mit. Wir hatten ja noch ein bisschen Platz, das geht. Wir brauchen Bösartigkeit. Abgesehen davon, dass wir bösartig sind, brauchen wir natürlich das Item, hätte ich beinahe gesagt, das Zahlungsmittel Bösartigkeit. Gott, der Kaffee ist noch heiß. Aber der ist auch frisch. Extra für diese Runde. Ich könnte da gerade wieder ein paar Ressourcen gebrauchen. Na, was denn? Könntest du mir aushelfen? Ja. Was brauchst du denn? Guru, 60 Stück. 22 konnte ich liefern, das ist doch ein bisschen wenig. Ich werde mal die Guru-Produktion erhöhen. Auch wenn mich das wieder Bösartigkeit gekostet hat. Wir haben ja glücklicherweise bis zu 10 Minuten. Sobald die Leute wieder unten sind, ist die Guru-Produktion wieder hochgeschraubt. Dann geht das auch. Aber wir müssen sie erstmal wieder nach unten bringen. Das heißt, wir müssen jetzt hier durchbrechen und versuchen, die nächsten hier kaputt zu machen. Und ich will alle Aufgaben von Klondike, Brünhild, keine Ahnung, wie du nochmal heißt. Brinny the Kid, genau. Haben. So, das Tor ist durch. Oh, Italia, kleine Überraschung. Meine Goldgräber haben sich von Klondike bis in seine Dungeon gegraben. Das staunst du, was? Verdammtes Spitzohr, jetzt geht's dir an die Ohren. Oder den Kragen. Irgendwohin. Talia wirkte etwas verdutzt, als plötzlich Zwerge die Wände des Dungeons durchbrachen. Hoffentlich hatten sie und das übertölpelte Böse sich gut auf so etwas vorbereitet. Nicht wirklich. Aber wir werden hier gleich mal Fallen platzieren. Eine Falle, 2 Fallen. Was haben wir noch Schönes? Wir könnten das noch machen und das, aber das bringt mir nichts. Das hier wäre hier ganz gut, aber auch da. Da werden wir das nächste Ding implementieren. Und wenn das erstmal steht, kommen die Zwerge auch nicht weiter. Macht das Gebäude kaputt, da können von hier aus keine Leute mehr kommen und wir haben schon wieder weitere Schnodderlinge befreit. 8 Gurus konnten wir noch mit abgeben, sehr gut. Neue werden entstehen. Und wir haben schon wieder ein paar Level gut gemacht für den einen oder anderen, das ist gut. Ich brauche unbedingt stärkere Leute und ich brauche bessere Schnodderlinge, die besser graben können. Talia wird jetzt noch eine Stufe aufsteigen, unsere Dämonen ebenfalls. Und wir haben dann auch mehr Schnodderlinge, die noch mehr machen können. So, das gehört alles uns. Ich sehe hier keine weiteren Bösewichte. Wir zerstören noch das Tor und dann gehen wir runter. Oh, wir müssen jetzt schon runter, verdammt. Kommt her hier. Einmal nach Hause. Led Gaga ist ebenfalls mit am Start, sehr gut. Feinde sind im Dungeon. Kommen auch noch von unten. Jetzt kommen die von überall. Aber von unten ist nicht ganz so schlimm, da haben wir genügend Fallen. Die restlichen Fallen werden wir auch noch implementieren. Schmeißen euch hier mal ab. Ob das jetzt so gesund war, werden wir gleich sehen. Für dich schon mal nicht. Du gehst weiter nach hinten. Sehr gut. Der Lavastahl trifft die Bösewichte. Unsere Leute sind alle noch am Leben. Wir klopfen an die Tür. Dadurch kommen neue Zwerge. Und die Leute kriegen Level-Ups. Sehr gut. Denen geht's auch nicht so gut. Aber das Gute ist, wenn wir jetzt nämlich weitere Fallen implementieren, dann können wir von dort aus die Leute beschießen. Also die Hydro-Lavanone. Einmal links, einmal rechts.
Und damit ist hier alles gesichert und kein Zwerg kommt uns zu nahe. Auch werden wir noch einmal die Säge hier mit hinpacken. Wir können natürlich dafür sorgen, dass unsere Schnodderlinge hier auch an die Kanonen gelangen können, um die immer wieder zu reparieren. Gut gemacht. So, weiter geht's. Wir brauchen Gurus. Warte, Gurus abliefern. Noch 7. Wir brauchen... Ja, bessere Schnodderlinge brauchen wir im Moment nicht. Sie können schon mal Stein abbauen. Hier werdet ihr nicht mehr als Feinde wahrgenommen, wenn ich das mache. Aber ich brauche erstmal das Teil. Das ist das Wichtigste. Wir müssen unsere Kreaturen, falls die mal sterben sollten, wiederbeleben. Meiner Desperados aus dem Hinterhalt zu holen und nach Gold zu suchen. Im Dungeon! Vorwärts! Alles planieren! Da richten wir uns später häuslich ein, Jungs! Als wenn so ein paar dämliche Western-Zwerge was in meinem Dungeon ausrichten könnten. Kreaturen, Fallen, Zauber... Ich kann mich gar nicht entscheiden, mit was ich sie massakrieren soll. Oh, die Lavanone, die hat schon mal so ein bisschen was vernichtet. Das ist hervorragend. Die anderen sollen ruhig kommen, ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja hier einiges vorbereitet. Die Lavanone hier drüben, die baut auch schon mal ordentlich auf. Ja. Diese Zwerge sterben schneller, als ich zählen kann. 1, 2, viele! Ja! Super. Da können wir schon mal auch nicht mehr reinfallen. Die Fallen kommen. Hier wird also nichts mehr so schnell erbaut, weil die Lavanonen dafür sorgen, dass alles hier zerstört wird. Unseren Kreaturen geht es auch weiterhin gut. Sie haben alles, was sie benötigen. Und wir können uns jetzt darum kümmern, die Schätze der Zwerge zu erobern. Zumal auch hier noch weitere Schnodderlinge mit untergebracht sind, die ich befreien will. Die Lavanone leistet sehr gute Arbeit. Auf sie mit Gebrüll! Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Stufenanstiege auch für unsere Neuen, das ist sehr gut. Das ist genau das, was wir brauchen. Und wir können uns hier tatsächlich durchknallen. Sehr interessant, da könnte ich selber auch vielleicht gegenhauen. Dann müssen die Schnodderlinge das nicht machen und dabei sterben. Gut gemacht. Dieser Raum gehört auch uns. Jede Menge Zeug haben wir ebenfalls bekommen. Partner? Mit der Dynamitschleuder. Oh, verdammte Verräterin. Ich kann nicht fassen, dass wir uns eine Babybierflasche geteilt haben. Eine Babybierflasche. Ist klar. Geht dahin, da wird gekämpft. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, sollen sie kommen. Die kommen diesmal von oben, aber das ist gar kein Problem. Es muss aufpassen, dass hier wirklich keiner stirbt, solange wir auch den anderen Raum noch nicht haben. Den muss ich jetzt gleich erstmal bauen. Bin bloß froh, wenn wir die Bösartigkeit dann auch erlangt haben. Habt ihr das Tor schon kaputt gemacht? Sieht so aus. Zahltag. Zahltag könnt ihr später feiern. Jetzt wird erstmal gekämpft. So, wer ist hier verletzt? Hauptsächlich die Dämonen. Die müssen ja nur beim besten Willen nicht sterben. Das geht auch so. Sehr schön, die Lavanone, die übernimmt jetzt wieder sehr viel. Irgendeiner ist wieder gleich tot. Diesmal bist du es. Du gehst wieder nach hinten.
Gute, und wenn wir diesen Raum hier auch erobert haben, dann sind wir wieder sehr gut dabei. Ihr habt genug Siesta gemacht. Bewegt eure faulen Ärsche. Weniger Siesta, mehr Fiesta. Und zwar im Dungeon. Los! Deine blöden Cowboy-Zwerge sind doch keine Gegner für meine Kreaturen. Vorwärts! Schnappt euch eure schwarzen Hüte, legt den Revolvergurt an und dann ist es Zeit für ein Duell! Zeit für ein Duell! Haben wir da etwa so ein bisschen Yu-Gi-Oh! Nachgemacht? Scheint so. So, die machen wir noch fertig und dann begeben wir uns woanders hin. Lass die Zwerge machen. Ich habe jetzt keine Lust, dass meine Leute sterben. Und wir haben ja immerhin noch die Lavanonen, die genug hinkriegen. Und bums, aus. So, die laufen nur so rum. Lass meine Leute nochmal kurz runter, dass wir zumindest das hier alles bekommen können. Oben kommen immer wieder neue Zwerge. Das ist so nervig. Ich brauche den Raum. Wir müssen jetzt endlich weiterbauen. Was wollte ich jetzt bauen? Die Regenerationswerkstatt. In der Hoffnung, dass hier keine Manalinge kommen, werden wir dort jetzt einfach mal vor uns hingraben. Bösartigkeit nehme ich mit. Stufe aber vorher noch den... Nö, brauche ich gar nicht aufstufen. Jetzt haben wir nämlich genügend Bösartigkeit, um unsere Leute wieder ein bisschen weiter aufzustufen. So muss es sein. Ihr könntet jetzt ebenfalls Stufe 7 werden, genauso wie die Horde. Wir könnten aber auch noch die Folterkammer fertig machen, die wahrscheinlich auch ein bisschen Bösartigkeit bringt, wenn wir denn Leute foltern wollen und können. Ich nehme die Folterkammer einmal rein. Ich werde dafür sorgen, dass unsere Schnodderlinge noch eine Stufe höher gehen und dass in den Schatzkammern dann auch mehr Gold mit untergebracht werden kann. Denn unsere Goldadern sind schon wieder erschöpft. Ich bin froh, dass unsere Schnotterlinge weitergraben können. Gucken wir mal nach weiterem Gold. Hier ist schon mal keines. Da ist Gold. Manalinge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Oh nein. Wie ungewöhnlich. Macht ihn fertig. Zwerge lassen uns aktuell in Ruhe. Sie werden aber versuchen, ihre Räumlichkeiten wieder zu erlangen. Das wird nicht so einfach sein. Und hier wollten wir jetzt unsere Brauerei nicht unsere... Warte mal, die Brauerei habe ich schon. Unseren Wiederbelebungsraum mit hinzupacken. Wir hätten doppelt so viele wiederbelebt. Der Sprössling einer reichen Adelsfamilie wagte sich auf der Suche nach ekelhafter Liebe in das Gebiet des lieblosen Bösen. Das würde diesem Romeo wohl kaum gut bekommen. Absolut nicht. Zumal wir jetzt wieder an die Oberfläche gehen können, um den mal eben aus den Socken zu hauen. Das werden wir auch einfach tun. Selbst wenn ihr noch Gold braucht oder Essen oder ein Bad, ist mir völlig egal. Wir gehen einmal kurz hoch, vernichten ihn, holen uns die Bösartigkeit und gehen wieder runter. Wir haben kein Gold mehr. Schlecht. Schatzraum etablieren. Tür mit hinbauen. Ruhe. Stürmt mal bitte los. Du bitte auch. Zeit, mal ein paar meiner Desperados aus dem Hinterhalt zu holen und nach Gold zu suchen. Im Dungeon. Vorher, ja, sollen sie kommen. Das spielt keine Rolle. Wir laufen denen mal entgegen, ist einfacher. Ein paar dämliche Western-Zwerge was in meinem Dungeon ausrichten könnten. Kreaturen, Fallen, Zauber. Ich kann mich gar nicht entscheiden, mit was ich sie massakrieren soll. Mit Kreaturen oder Fallen? Ich weiß es noch nicht. Gucken wir mal.
Der Zug ist oben wieder unterwegs. Wir sind jetzt schön schnell, sodass wir dann auch die hier abfangen können und sogar noch weitermachen dürfen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Denn ich glaube nicht, dass die Feinde, die hier jetzt gerade kommen, wirklich so viel ausrichten können. Obwohl sie schon wieder sehr weit kamen. Das hier fällt mir nicht. Da muss ich doch gleich wieder runter. Kommt mal weiter ran hier. Okay. Immerhin ein bisschen Bösartigkeit. Das ist aber sehr nett. Ich muss runter. Verdammt. Ich habe echt gedacht, das würde so klappen. Aber nein. Wenn nicht, dann nicht. Dungeon-Herz wird schon mal nicht angegriffen. Jetzt ist Schluss hier. Was kommen hier überhaupt normale Helden? Ich denke, ich kämpfe gegen Zwerge. Hier böse Wichte hier. Jetzt ist Schluss. Genau. Und wir können wieder aufstufen. Gott sei Dank. Ich könnte euch endlich auf die letzte Stufe bringen. Ich brauche bloß noch ein bisschen Gold. Dann haben wir es geschafft. Dann sind die Schnodderlinge so, dass sie überall hin teleportieren können. Und sind sehr schnell unterwegs. Sie können jetzt schon durch sämtlichen Stein graben. Das gefällt mir richtig gut. Und ich will das Gold der Zwerge haben. Super. Schnodderlinge sind jetzt komplett aufgestuft. Da brauchen wir nichts mehr tun. Muss nur noch darauf achten, dass hier keiner stirbt. Klopft mal bitte an diese Tür. Die Naga sieht nicht mehr ganz so gesund aus. Die packen wir mal weiter nach hinten. Der Rest ist okay. Auch wenn Kaloestus nicht mehr so gut aussieht, den packen wir mal auch nach hinten. Aber die anderen heilen sich und wir werden die Horde-Kreaturen jetzt nochmal eine Stufe hochstufen. Dadurch lässt sich auch gut leveln. Überlebt den Überraschungsangriff. Weiß zwar nicht welchen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir einfach bloß hier alles erobern sollen. Oh Jungs, ihr habt genug Siesta gemacht. Bewegt eure faulen Ärsche. Weniger Siesta, mehr Fiesta. Und zwar im Dungeon. Los! Deine blöden Cowboy-Zwerge sind doch keine Gegner für meine Kreaturen. Vorwärts! Schnappt euch eure schwarzen Hüte, legt den Revolvergurt an und dann ist Zeit für ein Duell! Ja, bloß das, die sterben will ich nicht. Wow, 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 wo wollt ihr denn hin? Jeder, der jetzt hier lang geht, bitte einmal weg, ihr sollt da kämpfen. Ne, ich muss euch einmal aufheben. Das sind zu viele Zwerge. Es ist Zahltag. Ich
Ich könnte euch runterlassen, aber die Gefahr ist groß. Mach das mal so. Hebt die auf, die fast kaputt gehen. Ich will nicht, dass hier jemand stirbt. Es rumpelte und pumpelte und mit einem Knicks und einem Knacks und ganz viel Kabum, Boing, Spreuing, Kadusch und Badabeng explodierte der Arkenstein der Zwerge. Eine schöne Explosion! Die Kosten für die Special Effects haben sich gelohnt! Tja, Brünnhild, da ist dein kleines Zwergenreich wohl in Flammen aufgegangen. Das tut mir aber leid. Oh, damit habe ich einen ganz neuen Zugang zur Oberwelt. Das ist großartig. Oi, das wirst du büßen, du dämliche Elfengöre. Teeren und Federn ist das Mindeste. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wirklich keiner stirbt. Die Nagas können wieder heilen und oben müssen wir die hier abfangen. Sind in den Dungeon eingedrungen. Abos, andere Videos. Ihr kennt das Spiel. Darf ich jetzt gehen? Danke.